Jo, meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Aufnahme von Minecraft FTB Monster, wo wir das letzte Mal hier stehen geblieben sind in unserem schönen Hüttchen. Ja, ein bisschen was hat sich geändert, wenn wir so aus den Fenstern rausschauen. Es ist alles ein bisschen flacher geworden. Ich habe offline ein bisschen weiter gebaut, also gebaut eigentlich nicht. Ich habe hier nur das Land ein bisschen geebnet, wie ihr hier seht. Also es ist alles jetzt auf einem Erdlevel momentan. Hier ist mir der Sand ausgegangen, das heißt, da müssen wir oder ich dann offline das mit Sand noch befüllen. Dann haben wir hier so eine schöne große Landzunge, sage ich jetzt einmal, so eine Sandzunge, wie wir hier auf der Karte ja sehen können. Jo, und wie gesagt, ein bisschen was habe ich ja schon getan. Der Berg wird wahrscheinlich auch noch weg. Hier haben wir übrigens den Höhlenabstieg, wo ich dann mit euch hinuntergehen werde und jo, ein bisschen erkunden gehe, weil wir brauchen unbedingt Materialien, also sprich, wir brauchen unbedingt Eisen und das Ganze. Ich habe das jetzt alles einmal nur mit Steinschaufeln und Steinspitzhacken abgebaut. Ist wahnsinnig zeitintensiv. Ja, das hier muss ich noch alles weg, die ganzen Überbleibseln, sage ich jetzt mal, von diesem Berg muss ich auch noch weg. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon eine Menge getan offline. Und ja, aufgrund dessen, ich habe auch hier einen kleinen hübschen Wald, also Wald, ein kleines hübsches Wäldchen angebaut, wo wir Holz farmen. Dann habe ich ja hier noch ein bisschen unsere Büsche erweitert. Hier hinten habe ich ein kleines Weizenfeld angebaut, falls wir mal Hunger bekommen sollten. Ja, und diese Erde hier habe ich bekommen eben durch ja, diese Terraforming-Geschichte mit den Bergen abreißen. Ja, also ganz schön viel Erde. Schaut vielleicht momentan viel aus, aber in Wirklichkeit, wenn wir Löcher zum Stopfen haben oder sowas, ist die ganz schnell auch wieder weg. Jo, das hat sich hier verändert. Ansonsten habe ich eigentlich nicht viel getan. Ich habe nur ein bisschen Kohle gefunden. Da in den Bergen habe ich gleich genommen. Und ja, ansonsten hier habe ich noch ein paar Bienen bekommen, also sprich eigentlich in nur zwei Varianten, die eine edle Prinzessin und eine Rocky Prinzessin. Ja, damit beschäftigen wir uns später mit den Bienen. 11 Eisen habe ich auch noch gefarmt und das war's eigentlich. Hier haben wir noch dann eine Menge Samen bekommen. Und ja, hier das Gerümpel, das kennen wir ja noch. Ansonsten hier habe ich noch ein bisschen Holz für uns gefarmt, eben von den Bäumen da draußen, und hier haben wir dann ein paar verschiedenartige Steinsorten. Jo, ansonsten wie gesagt hat sich hier drinnen nicht sehr viel verändert. Ja, dadurch, dass ich mit euch jetzt da eine Höhlentour gehen will, brauchen wir natürlich ein paar Sachen. Wir brauchen in erster Linie unsere Rucksäcke, aber wir brauchen auch ein bisschen was zum Mampfen. Deswegen haue ich jetzt einmal die 17 Fleisch hier noch rein, dass die ganz schnell gehen. Ich habe eine Eisenspitzhacke, ich habe zwei Steinsspitzhacken, ich habe noch zwei Steinsschaufeln und eine Steinsaxt. Das sollte auch reichen. Was ich jetzt noch machen werde, ist ein zusätzliches Schwert, falls unseres ja flöten geht bzw. abbricht. Weil das haltet ja auch nur noch unter Anführungszeichen 255 Schläge. Ja, ansonsten, was machen wir hier? Gehen wir mal die Rucksäcke hierher. Hier haben wir eigentlich relativ viel dann zum Mitnehmen. Was ich auch noch bastel, ist eine Werkbank. Die mache ich jetzt gleich. So, drücken wir gleich R, damit alles wieder sortiert ist. Ja, und ansonsten warten wir jetzt dann noch aufs Fleisch. Und dann würde ich einmal sagen, gehen wir als allererstes einmal eine Höhlentour, ne? Was habe ich sonst noch vor?
eventuell mit euch, aber warte mal kurz. Kann ich nicht eigentlich rein theoretisch, wartet einmal kurz. Aber für den Atlas brauche ich doch bestimmt noch etwas anderes. Ein Antik-Atlas. Einen Kompass und ein Buch. Kompass, ja, da brauchen wir Redstone, das haben wir nicht. Fürs Büchlein bräuchten wir Leder und Papier. Gut, Papier können wir herstellen. Okay. Koboldleder. Brandkalk. Okay. Durch Kalzitkristall. Oh, schmelzen. Okay. Redstone-Ofen. Kalzit. Wenn du Kalzit hast und in den Redstone-Ofen reingibst, kriegst du Brandkalk. Und durch Brandkalk kannst du dann Leder herstellen. Also Koboldleder. Nee, normales Leder. Mit verrottetes Fleisch kriegst du dann ein Leder. Hey, cool, wie geil ist denn das, ey? Nee, oder im Redstone-Ofen einfach nur verrottetes Fleisch reingeben und du kriegst auch Leder. Im Redstone-Ofen? Okay, Moment. Redstone-Ofen. Ofen. Ofen. Box ist bestimmt Redstone, ne? Natürlich, natürlich. Also, das heißt, wir müssen in der Höhle auch auf Redstone-Suche gehen. Habe ich gar nicht gewusst, dass man dadurch Leder bekommt. Das heißt, wir brauchen eigentlich überhaupt nicht Kühe schlachten gehen. Das ist auch geil. Freunde, Freunde, das ist geil. So, okay, wir haben noch 10 Fackeln, das reicht niemals im Leben. Das heißt, wir werden noch ein paar Fackeln mitnehmen. Ja, Kohle würde ich sagen, kriegen wir unten eh zum Hauf. Wir haben noch ein bisschen Bretter mit, dass wir Stickies machen können. Ja, und ich sage mal, da unten bekommen wir eh genug Stein. Was ich vielleicht mitnehmen werde, eben genug Stein als Füllmaterial. Naja, ein Stack wollte ich jetzt nicht nehmen. 22. Nehmen wir 30 mit, das sollte reichen. Ja, und ansonsten würde ich mal sagen, wir sind bereit, aber die Fackeln gebe ich trotzdem ganz, ganz zum Schluss. Genauso wie das Essen, das machen wir dann so. Weil dann kann ich immer so hin und her switchen. Okay, dann würde ich sagen, wir sind bereit, wir gehen... okay, es wird draußen finster. Okay, das ist jetzt eigentlich wurscht, aber trotz allem gehen wir noch einmal schlafen, damit wir dann gestärkt und frisch ausgeruht in die Höhle hineingehen können. Bin schon gespannt, was wir alles finden werden. Ich hoffe eine Menge Diamanten. Ich hoffe, dass die Höhle ein bisschen größer ist als wie ein kleines Höhlchen. Das wäre enttäuschend, weil dann kann ich sie gleich zumachen. Ich habe es extra offen gelassen, damit wir dort hineingehen können und schauen können, was uns erwartet. So, ich hoffe, die 30 Stück Fleisch reichen. Ansonsten sind wir aufgeschmissen, aber ich glaube, das sollte eigentlich eh reichen. So, na gut. Dann wagen wir uns einmal in unsere erste Höhle hinein. Und wir haben hier auch gleich schon Kohle, die ich natürlich mitnehmen werde. Denn wir brauchen Kohle. Bernstein brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Kalzit bräuchten wir. Denn wir haben ja gesehen, aus Kalzit kannst du das Brennkalk machen und aus Brennkalk kannst du wieder mal das andere machen. Das Leder, was wir brauchen werden. Und das nicht gerade so wenig. Gut. Oh! Okay, das ist jetzt enttäuschend. Das ist jetzt wirklich enttäuschend. Okay, gut. Ich nehme alles zurück. Wir können die Höhle zubauen. Sei denn, hier hinten ist noch irgendwas, aber ich glaube es eher nicht. Schade eigentlich. Ich dachte mir, jetzt habe ich so eine richtig fette, geile Höhle gefunden. Ne. Was ist das da hinten?
Irgendein Stein, Apatiterz, okay, das brauchen wir nicht. Gut, okay, ich nehme alles zurück. Wir gehen hier raus und... Oh, da ist noch Eisen. Habe ich jetzt fast Eisen übersehen. Ja, Eisen brauchen wir momentan. Wie, weiß ich nicht was, wie kein anderer. Und natürlich auch Kohle. Kohle nehme ich auch gerne mit. So, na gut. Ist ein bisschen enttäuschend jetzt, aber dann gehen wir halt auf Wanderschaft, auf Reise und schauen halt einmal, ob wir so eine Höhle finden werden, die uns taugt. Ne? Machen wir halt eine kleine Reise. War zwar auch nicht geplant, aber ja, was soll's. Man kann ja nicht alles planen, ne? Huch. So. Gut, da ist auch schon die Kohle weg. Das Eisen haben wir auch mitgenommen. Das heißt, wir verschwinden von hier. Gut, Kupfer nehme ich auch mit. Für Kupferkabeln. Und hier haben wir noch mehr Eisen versteckt. Das ist gut. So. Na gut, dann wissen wir, diese Höhle können wir schließen. Leider Gottes. Schade eigentlich. Gut, dann will ich mal sagen, wohin gehen wir, wenn nicht irgendwo anders hin? Ja, dann lass uns mal in diese Richtung hier verschwinden. In diese Richtung waren wir noch nicht, oder? Nee, ich glaube, nee, oder? Ich weiß nicht, ist ja wurscht, wir gehen einmal in diese Richtung hier. Wir gehen einmal in diese Richtung hier, sollte schon stimmen irgendwie und ja, wir sehen es dann eh. Oh, was haben wir da hinten Schönes? Moment, wir schauen einmal da hinten hin. Ja, wie gesagt, Freunde, das hier kommt alles weg. Mit alles, den Erdboden gleich gestampft und ja. Dann haben wir eine ziemlich große ebene Fläche, würde ich so sagen. Oh, was ist denn da hinten Schönes auf der Karte? Da muss ich hinschauen, da muss ich hinschauen. Freunde, das ist schön. Diese Bäumchen hier nehme ich natürlich auch wieder mit, ist keine Frage. Schauen nämlich ziemlich geil aus. Okay, da haben wir nichts. Diese zwei Kirschbäumchen hier, die gehören auf jeden Fall auch bald mir. Nur mir alleine. Oder uns halt, ne? Tja. So. Jetzt hoffentlich haben wir fertig geschwommen hier. Aber mich würde interessieren. Ja, das schaut schon gut aus. Das schaut schon gut aus. Gut, habe ich bei meiner anderen Höhle auch gesagt, dass das gut ausschaut. Und ja, na gut. Ist ja wurscht. Kann ja passieren. So, was haben wir hier Schönes? Was ist das hier? Hier haben wir auch einen Bienenstock. Seltsamer Bienenstock, okay. Ah, scheiße, dich. Gut. Ist ja wurscht, meine Freunde, dann seht ihr gleich, wie das funktioniert. Ja, jetzt weiß ich jetzt nicht. Ah, scheiße, jetzt weiß ich nicht, wie das heißt. Netz. Das hat das irgendwas mit Netz zu tun? Nein. Scheiße. Bienen. Hat das irgendwas mit Bienen zu tun? Nein, scheiße. wie heißt das gute Ding? Fangnetz? Nein, Fangnetz ist das nicht. Ach, Kacke. Glaubst du, das fällt mir das ein? Wie der Dreck heißt. Ist ja wurscht. Okay, wir gehen einmal kurz nach Hause und holen uns das Ding. Ah, jetzt vergessen mit einzustecken, weil, das brauchen wir. Slickwater, das brauche ich auch. Ich weiß jetzt gar nicht. Oh, Blaubeerbusch, den brauche ich natürlich auch. Denn wir brauchen sehr viele Büsche. Huch. Wir brauchen sehr viele Büsche mit. Was bist du? Kirschholz. Oh, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Ich will von jedem Baum mindestens eine Sorte haben. So, und die Blätter. Ach, verschwinden nicht von selber. Gut,
dann muss ich das wohl erledigen. Tja. Gut, so viel zur Höhlentour, ne? Jetzt verbringen wir unsere Zeit erst wieder draußen, aber nicht lange, meine Freunde, wie nicht lange. Ich tue nur das schnell hier abernten und dann sind wir schon eine Staubwolke. Dann begeben wir uns schon in die Höhle da unten. Ja, warum ich das Netz für die Bienen... Ah, jetzt weiß ich, wie es heißt. Kescher. Kescher. Okay, doch nicht so. So, da, Kescher. So, da wird ein Schuh draus. Wolle und ja, Stickies. Das haben wir ja doch alles hier in der Gegend, weil ich höre Schafe. Dann brauchen wir nicht nach Hause gehen. Okay. Da haben wir noch ein Sapling. Und ein Schaf ist hier auch. Und Bogenschützen. Au. Au, 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 au. Au, au. Sagt's einmal. Da ist ein Schaf. Du spendierst mir Wolle, habe ich gehört. Jawohl, dankeschön. So, dann kann ich nämlich zurückgehen zu dem... zu den komischen da. Und hier haben wir ja den Bienen... War das der? Nein, das war der da drüben, genau. So, 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 so. Wo haben wir... Oh, ich schaue aus. Ja, es schaut lustig aus. Nein, das wollte ich nicht. Okay, so, pass auf. Wir nehmen mal den Rucksack. Baumwollsamen, ich weiß jetzt gar nicht. Gut, das brauche ich eigentlich nicht, das brauche ich jetzt eigentlich auch nicht, das brauche ich eigentlich auch nicht. Den brauche ich, die Büsche brauche ich, Lime Tree Dye brauche ich. Kirschholz, den brauche ich ehrlich gesagt nicht. Und die 4 Dirt brauche ich dabei auch nicht. So, okay, dann stellen wir den einmal daher. So, wir haben hier das. Und dann machen wir das so. Und dann haben wir einen Kescher. So, dann bauen wir die Werkbank wieder ab. Weil die brauchen wir momentan nicht. Und mit dem Kescher können wir jetzt da den seltsamen Bienenstock, beziehungsweise generell alle Bienenstöcke abernten. Denn ohne Kescher würdet ihr einfach den Bienenstock nur kaputt machen. Mit dem Kescher bekommt ihr die Bienen, also sprich eine Königin, also eine Prinzessin, eine Drohne mit viel Glück und eine Wabe, wenn ihr Glück habt. Wenn ihr Pech habt, bekommt ihr davon nichts. Also eine Prinzessin schon, aber und eine Drohne weiß ich jetzt nicht, aber eine Wabe, die bekommt ihr nicht immer. So, da hinten haben wir noch eines. Vielleicht sollte ich den Kescher ja draußen lassen. Die machen wir auch noch kaputt, seht ihr. Und jetzt habe ich zum Beispiel nur eine Prinzessin bekommen und nur eine Drohne, aber sonst keine Wabe. So, dann gehen wir den Kescher in den Rucksack wieder hinein. Und dann würde ich sagen, es wird finster. Und weil es finster wird, begeben wir uns schnellstmöglich in die Höhle, die ich hier irgendwo gefunden habe. Was ist das für ein schöner? Der bringt mir gar nichts. Okay, dann ist mir wurscht. Denn ich nehme nur Dinge, also solche Dinge, wenn sie mir was bringen. Und unser erster Besucher ist hier auch schon, und zwar eine Spinne. So, entschuldigt, wenn es draußen ein bisschen jetzt lärmen sollte, Ich habe vor meiner Haustür eine kleine Baustelle. Und ja. Da wird es ein bisschen lauter halt, ne? Ich kann aber jetzt das Fenster auch nicht schließen, weil sonst hat es hier gefühlte 50 Grad herinnen. Scheißendreck, das ist nicht die, was ich gesehen gehabt habe. Oder? Habe ich die gesehen? Nein. Aber irgendwo da hinten, oder? Hühnchen! Ah, was ist das hier? Bist du eine Höhle? Ah ja, da geht's auch rein, okay. Dann hoffe ich halt einmal, dass es hier weiter reingeht. Und nein, hier geht es nicht weiter rein. Gut. Aber zumindest einmal ein bisschen Steinkohle haben wir hier.
Ach, Kacke. Es ist immer schwer, eine Höhle zu finden. Und wenn du eine Höhle gefunden hast, dann findest du 10.000 Mal eine hintereinander. Aber wie du willst eine finden, dann findest du keine. Ach, das ärgert mich jetzt.